Und damit hallo und willkommen zurück bei Ark Steampunk, der Kampfknödel, der hat schon gewunken hier, der Xa. Servus! Hi! Und die Danu steht auch hier auf dem weiten Schiff. Ja, irgendwie, mir ist schon ganz... Das liegt an Xa, das ist Das liegt an deiner... Ich glaube eher daran. Au! Das verstehe ich gar nicht. Also ich Wobei, dachte, kann man den... Ja! Das ist dir gleich viel besser. Ja, du hast recht. Obwohl, jetzt stehe ich auch nicht mehr auf dem schwankenden Schiff. Ach so, verdammt. Aua! Ja, wir haben eine Mission. Wir wollen uns jetzt kloppen heute, nein? Wir wollen uns heute kloppen. Heute gibt's PvP. Nein. Heute ist... Ich lasse die da oben mal machen. Währenddessen stelle ich einfach mal meine Musik ein bisschen... So, erschöpfend. Heute steht das Dino-Boot auf dem Plan, dass wir das ordentlich ausbauen und dann wollen wir zähmen gehen für die nächste Höhle. Wir haben uns überlegt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wäre eine Idee, die wir jetzt haben, dass wir sagen, wir machen in Streams immer mal so ein bisschen... Farmerei und ja gut, da wird uns sicherlich auch mal ein Dino über den Weg laufen oder dergleichen, also den wir vielleicht auch dann zähmen zur Not mal, ne? Aber dass wir so diese ganze Sache wie Farmen, dass wir die Lager voll haben und vielleicht mal ein Dino mehr haben, in Livestreams machen, in den richtigen Livestreams ohne Live-Let's Play und in den Folgen uns mehr darauf konzentrieren zu bauen und die Höhlen zu besuchen und halt besondere Dinos zu zähmen, also neue beispielsweise. Könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet, ob das okay wäre oder ob wir in den Let's Plays lieber alles zeigen sollen. Dann wird es natürlich entsprechend in die Länge gezogen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, also da sind wir auf eure Meinung gespannt. Haut's mal fleißig in die Tasten. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir legen los. Hattest du schon irgendwas vorbereitet? Nee, wir waren am Vorbereiten. Es sind doch über 90 von der Ischischer da. Ja, wie schon da. Ja, aber ich meine, noch nichts draufgebaut oder so, ne? Nein, auf dem Boot ist noch gar nichts. Da auf dem Boot ist noch nichts. Okay. Das Boot ist noch jungfräulich. Genau. Dann ist gut, dann nehme ich hier wieder das raus und dann die Foundations. Hat die jemand im Gepäck? Nein, die müssen noch in der Smithy liegen. Ach, in der Smithy. Im Bauzeug ist sie gar nicht. Ich werde mal währenddessen zwei Preserving Barrels bauen und die gleich aufstellen, weil allzu dritt können wir da jetzt eh nichts machen. Ich habe keine Foundation. Moment, wo sind die denn? In der Schiffsmitte. Also neben der Schiffsmitte in der Normalen. Ach, da hat man sie ja, genau. Alles vergessen. Man merkt's. Alles vergessen. Da ist er nur ein bisschen aus der Übung und schon hat er wirklich alles vergessen. Alles weg. Nur mal zwei Tage nicht aufgenommen und alles weg. Alles für ein Allerletzten. So. Das dahin. Jetzt darf mich nur nichts angreifen, aber was greift mich schon an? Es hat doch alles Angst. Alles hoffentlich. Also gespannt bin ich auf die neuen Mini-Raptoren. Ja, mit Patch. Was sind das denn eigentlich für ein 254. Patch, 54? Nee. Mhm. Ja? Doch? Okay. Doch, oder? Ich glaub schon. 54 oder 55, das weiß ich jetzt eben gerade nicht. Also auf jeden Fall mit dem nächsten Patch, da kommen wieder 7 neue Dinos dazu, ja, in der Tat. Und mit an Start sind, wie heißen sie? Nicht Mini-Raptor, sondern... Mikroraptor. Genau, Mikroraptor. Nachdem wir jetzt Patch 253 haben, ist 254. Brauchst du nur Escape drücken, da siehst du das. Ach, das ist in die Mitte gesnappt. Okay, das ist sogar mal verkehrt. Und da kommen 7 neue Dinos und die Mikroraptoren, da kann man sich so ungefähr vorstellen, ist eine Mischung aus diesen Kompis, diesen kleinen Dinos, die wir ohnehin schon haben. Diese Nervenviecher, die da im Rudel so auf einmal aggressiv werden. Und die Morphodon in aggressiv. Also die können so leicht fliegen, so flattern, so ein bisschen und sollen halt alles angreifen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und ich weiß, dass Kuya schon bei 2 auf dem Baum sein wird. Ich werde schon bei 1 auf dem Baum sein. Das war mir so klar.
Kann man die auch beschriften? Wobei, das finde ich dann gleich raus. Ah, ich brauche wieder Thatch Foundations. Thatch Ceilings. Koya? Thatch Ceilings, Ich habe mal eben zu diesem vorher im Offscreen angesprochenen Raptor-Spot geguckt und da rennt ein 67er Raptor rum. Knapp in dir, Xa. Knapp mir holen. Joa, wäre das simpel so, oder? Brauchst du uns ja jetzt nicht so unbedingt für. Nö, oder das einzige Problem dürfte werden, den da rauszupullen, ohne dass ich die anderen mitziehe. Aber ich schau mal. Achso, ja, oder wir können auch kommen. Wenn du jetzt sagst, du brauchst uns, dann pausiere ich hier. Versuch's mal. Oder wenn die anderen auch halbwegs gut sind, dann. Nö, nur Level 4 und 20 und so. Also nichts wirklich nennenswertes. Okay, 20 ist ein bisschen wenig. Wenn sie jetzt so 40 gewesen wären, hätte ich gesagt, können wir ein Auge zudrücken. Oder ein Raptor alternativ. Also nein, Eier müssen wir trotzdem beim Kochtopf lassen, die sind schwer. Was war nochmal das Problem, wenn man die Ceilings gesetzt hat und dann die Foundations nicht dran gingen? War das dann zu nah am Ufer oder irgendwas hat man doch da dann gemacht und dann ging's? Ich glaube, es ist jetzt ein Stückel weggefahren, oder? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich die Thatch Ceilings gesetzt und kann keine Foundations dran klöppeln. Gucken, oder ist das Raft nicht ausgefahren? 3PV9. Eventuell bist du auch zu nah am anderen Schiff. Aber glaube ich nicht. Okay, das ist das Wegzoomen des 3PV9. Das ist nicht die Fläche. Und gerade. Alter, Finde! Haben wir das schon mit dem anderen Schiff gemacht? Was? Das rauszoomen, ja? Glaube ich nicht, wenn ich das so sehe. Oder sie haben das stark erhöht. Also ich bin gefühlt oben am. Wenn ich jetzt rausgezoomt bin, kann auch gar nicht reinzoomen. Entweder ganz rein oder ganz raus. Vielleicht muss das auch jeder für sich machen. Immer auf das Schiff. Das ist krass, wie weit du da rauszoomen kannst. Also du stellst zur Not ein auf 9, 3, ich weiß nicht, was da ist, dieser eine Regler auf 9 irgendwas. Also das ist normal, okay. Und jetzt auf. Was ist das für jeden, oder? Oh! Das ist krass, ne? So gefühlt bist du da oben am Ende der Welt. Ja, da kannst du aber dann auch mit einem großen Schiff fahren. Das ist es. Das ist gut, ne? Ja. Warte mal, ich muss schauen, ob wir das da drüben haben. Ja, das muss da auch. Aber das musst du für jeden selbst einstellen. Also ich muss jetzt auch einstellen müssen. Aha, naja, das ist ja nicht schlimm. So, dann probiere ich jetzt nochmal zu setzen. Ich besorge mir noch ein bisschen Spark Powder. Ah, jetzt geht's. Okay, das war dann scheinbar zu nah am Ufer. Da wir schon ein bisschen Öl haben, kann ich ja Jerky herstellen, wo? Ja, klar. Vielleicht brauchen wir es ja früher oder später. Öl kriegen wir ja auch schnell wieder. Dann ja klar, wir haben da ein paar Trilobiten. Ja, oder auch mit dem Schiff sind wir schnell rüber ins Eisbiom mal und holen was. Und Xa, läuft's oder ist so ruhig? Ist fast bedenklich. Nö, alles gut. Ich hab gerade noch die anderen Raptoren weggeschnetzelt. Sehr schön. Und werde mich jetzt um den Kleinen hier kümmern. Er wird sich um ihn kümmern. Ja, sehr fürsorglich, der Xa. Jetzt erstmal eine Pole an die Mütze. Nee, ich denke, es ist auch gut so, wenn wir uns da ein bisschen aufteilen, weil, wenn wir jetzt sagen, wir würden alle auf die Raptoren gehen, dann würde dieses Dino-Boot wieder nicht weiterkommen und umgekehrt. Insofern passt das schon, da kommen wir jetzt ein bisschen voran, auch wenn ich jetzt nicht alles zeigen kann. Leider nimmt Xa nicht auf, ja. Oder? Bin ich da? Ich muss jedes Mal wieder fragen. Nein, ich nehme nicht auf. Achso, das nicht, ja. Das nicht. Aber gut, ich meine, Raptor zähmen. Es ist nicht wirklich spannend, jetzt, ja. Ist jetzt nicht so, dass man das jetzt unbedingt, ne, also. Doch, also klar, also wirklich, wir sind jetzt schockiert. Ja, jetzt einen Drodon oder so machen würde, dann, ja. Ja, dann wären wir sowieso dabei, oder? Dann wären wir dabei und würden ihn auslachen währenddessen. Eben. Wie nett. Ja, ne, also. Nein, wir würden ihn nie auslachen, Koja. Den Drodon meinte ich doch. Ach so, ja, den schon. Den ganz herzlos, also. So. Geht jetzt auch nicht wirklich schneller, als wenn ich schwimmen müsste. Aber es fressen einen wenigstens nicht die Fische dabei. Also
dann schreiben wir dahin Jerky. Aber ich muss sagen, Schreddericke ist ein hervorragendes Tier, nur man sollte wirklich weit weg von Bäumen kämpfen, weil sonst du bist du ständig überladen. Du schlägst einmal zu und dann kannst du schon wieder ganz Schritt bewahren. Ja. Wo ist das jetzt hin? So. Gut, jetzt haben wir eine Preserving Bin. Ich nehme aber mal an, einen Industriegriller wollen wir nicht am Schiff haben, oder? Einen Industriegriller auf dem Schiff? Na gut, wir können so ein... Warum eigentlich nicht? So ein Fastfood-Schiff machen. Naja, praktisch wäre es schon, weil ich meine, das Fleisch immer in diesen Lagerfeuern durchzubrennen, bratet eigentlich sehr viel Zeit unnötig. Ein Industriegrill auf dem Schiff ist genauso komisch wie Lagerfeuer auf einem Schiff. Insofern... Könnte man auch Industriegriller nehmen. Okay. Ja, denke schon. Ich meine, ich rede ja noch nicht vom Kochtopf, ja, also... Ich überlege mal nur, wie viele Folgen ich hier schon Fleisch gekocht habe und dann schaue ich im Eiskasten und schaue mal an, wie wenig das ist. Ja, ja, ja. Und es ist eigentlich Zeitverschwendung hoch 20. Das stimmt. Nee, würde ich auch sagen. Hau dir einen Griller. Ich weiß noch nicht, der ist halt groß. Wo willst du denn den hinstellen? Das ist eh außerdem brauchen wir vorher einen Fabrikator. Haha. Er müsste theoretisch von der Größe her dorthin passen, wo... Ja, ich müsste das Preserving Barrel verstellen, ja, aber dann geht er da vorne hin. Ein Fabricator könnten wir hier hinten hinstellen, Danu. Hier auf die gegenüber von Schmissi und, ne? Mhm. Also hier, wo ich jetzt bin, gerade hier. Könnt ja, dann schaue ich mal, ob wir dafür alles haben. Ja. Den brauchen wir ja so oder so, also da muss man ja gar nicht überlegen, ob wir den bauen. So, dafür muss ich die Smitty lernen, gut. So. Also den kann ich ja nicht da bauen, den kann ich ja wieder nur da bauen. Ansonsten, falls du da fast fertig bist am Boot, ist, wäre es wirklich fast gut, wenn wir hier zusammenarbeiten könnten an der... Okay. Weil ich habe halt gedacht, ich kann mich drücken. Nee, weil man muss sonst immer hin und her wechseln hier zwischen Thatch-Ceilings setzen und diesen Foundations. Das ist ein bisschen... sehr zeitaufwendig alleine, das immer wegnehmen, hinsetzen. Ich wollte mich nur drücken. Ah ja, gut, ist ja nix. Boah. Nee, ich habe mir gedacht, sinnlos rumstehen mag ich nicht. So, also was kann ich da helfen? Ah, wenn du die Ceilings setzt, dann tauche ich ein bisschen. Das geht dann ganz am schnellsten. Ich werf dir noch 5 Stück hier hin, 2 sind da, das denke ich sollte ja reichen. Da dazwischen nix oder was? Doch, ich habe es immer nur so gemacht, dass ich dann gut setzen konnte. Aber jetzt, da du jetzt da oben stehst und ich unten, kann man es auch... Das war nur wegen dem Hin- und Herwechseln praktischer. Insofern. Wenn ich die wegnehmen kann, sagst du Bescheid. Bescheid. Gut. Machen wir erstmal die andere Richtung. Man glitscht jetzt schon rum. In welche Richtung? Achso, in die, Die andere. Da habe ich es jetzt in die Richtung, habe ich schon relativ lang. Okay. Aber dieses Rumglitschen kannst du nicht verhindern, oder? Dass man so komisch hin und her ruckelt. Also bei mir habe ich es nur ganz minimal. Ich weiß nicht, ist es bei dir stärker? Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall nervig, wenn man es mitbekommt. Da so steht, es gibt so Mikro-Ruckler. Ja. Mhm. Man zittert so. Geht schon wieder? Ja, weiter. Immer weiter vorne dran gleich. Na gut, das ist ja... Weiß ich, dass du so schnell bist? Und weiter. Da möchte man dem alten Herrn Zeit geben. Ach, bin noch geübt. Und sag noch einmal, alter Herr. Was ist dann? Dann erinnerst du mich dran, dass ich älter bin. Okay, dann ich weiß. Dann erinnere ich dich dran, dass du die werte Dame von gesetzterem Alter bist. Das hast du jetzt nett ausgedrückt. Dankeschön. Bitte, ne? Sehr, 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 sehr zuvorkommend wieder. Ja, das ist phänomenal. Also. Oh, Moment, jetzt habe ich zwei falsch gesetzt. Ich brauche auch gleich nochmal Foundations. Kann ich jetzt schon abreißen oder nicht? Noch nicht ganz. Nee, ich habe 2 falsch gesetzt. Okay. Und jetzt kannst du auch nicht. Renn mal kurz zum Schiff und hol nochmal Foundations. Du kannst doch rüber schwimmen, es wäre einfacher. Dann brauchst du nicht rennen im Wasser. Es geht, glaube ich, so deutlich schneller. Na gut. Nimm da.
mich da noch bewegen mit 40 Stück? Ja, kann ich oh. noch. Bin ja, wieso hat man eigentlich noch nie wer gesagt, dass unser Barrel unten rausschaut? Barrel schaut raus? Ja. Das Barrel, was in der Küche steht, schaut durch die Schiffswand durch. Ach sowas. Das schaut also ja doof aus. Also wirklich unprofessionell, Dano. Ja, wieso hat man das von euch noch nie wer gesagt? Weil es mir nicht aufgefallen ist. Insofern... Es ist bestimmt auch voll wichtig, dass wir das beheben. So, jetzt mal an die Seiten was dran, dass wir es breiter machen. Okay, Moment. Einmal wieder alle aufgrapschen. Kann ich auch die Rampe schon mal wegnehmen. Jetzt mal dann neu. Machen wir erstmal auf jede Seite eine Reihe dran. Okay. So, kannst du schon wieder abreisen? Bin schon dabei. Nachdem ich mitgekriegt habe, wo du setzt, habe ich mir gedacht, kann ich schon. Ja, schön, das wird doch. Und vor allen Dingen, das wird Platz bieten, das Schiffchen. Mhm. Wird ungefähr so groß wie das andere. Wir lassen es auch erstmal simpel, haben wir beschlossen. Wir wollen dann lieber schauen, dass wir das relativ bald ausbauen in Richtung Dampfschiff. Genau. Ups, Moment, falsch gesetzt. Das heißt, das wird es jetzt erstmal nur so eine Holzfläche geben, mehr oder weniger, wo wir die Dinos drauf bauen. Vielleicht machen wir noch ein Segel oder irgendwas. Mal gucken, wie wir es noch halbwegs schön kriegen. So, fertig. Aber ansonsten ist es jetzt erstmal nur zweckdienlich, dass wir die Dinos drauf kriegen und damit durch die Weltgeschichte fahren können und ein bisschen farmen können. Hm. So, jetzt muss Kuya ein bisschen tauchen. Irgendwann knuspert ein Hai an meinen Zehen. Ja, vielleicht der Level 54 da hinten, den es nicht haben wollt. Ja, ich glaube, wir sollten da nur erlauben, ihn zu zähmen. Sonst kriegen wir das noch lange nachgehalten. Ich warte auch. Nö. Ich warte, bis er dich angreift. Jetzt hat er sich schnell eine Rampe gebaut. Da hinten läuft schon ein Xar. Der Raptor schon fertig? Ja, schon abgestellt mit Zettel. Hui. Na, Moment. Wo habe ich eigentlich ein Level abbekommen? So durchs Nichts tun, durchs Rumtauchen. Naja, du kriegst durch die Zeit ja auch und außerdem stelle ich da drüben gerade ganz viel Sparkpowder her. Ah, das kann sein, dass es hierher reicht, ja. So, na Mann, schon wieder nicht. So. Ah, warum snappt denn das immer nach unten? Moment. Geht's jetzt? Nee, jetzt, so. Wohin jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Wie groß ist es denn? Eigentlich groß genug, oder? Fünfmal, keine Ahnung. Ja, also für die Dinos, die wir jetzt haben, reicht das. Ja, auch. Machen wir beidseitig ein paar Rampen dran. So. Auf der anderen Seite noch. Jetzt nur noch eine. Raptoria. Boah, Symmetrie! Oh, ja. Was? Was für eine Schimme, was? Hm. Was hat er gesagt? So. Die Symmetrie. Ach, die Symmetrie, ja. Ja, ganz wichtig. Oh. Oh Gott, oh Gott. Weit man da rausgezoomt ist. Komm mit diesem blöden Raptor nicht aufs Boot. Ach, einpacken darf ein anderer, so. Okay, hier rennen auch Terridinos so. Was hier auf unserem... In unserer Stadt, also.
Ach was. War das allerdings noch ein kleiner. Was? Wir fahren durch die halbe Weltgeschichte, um einen zu finden und dann, das war sowieso klar, dass das dann irgendwann vorkommt, oder? Das ja. Dann schaue ich mal, vielleicht hab's ja was brauchbare so. Weißt du, uns lässt er arbeiten und er sucht sich Dinos. Hm. Sonst hab ich immer gearbeitet und ihr habt irgendwas anderes gemacht. Finde ich jetzt nur gerecht. Aha. Wir haben nie gearbeitet. Sah macht sich gerade Freunde. Oh ja. Ich hab gerne Freunde. Die kann man so schön dissen, ne? Ja, genau. Die nimmt eine noch nicht mal wirklich krumm. Oh Mann. Die lachen doch. Also jetzt sind so ein ganzer Viehbestand auf dem Boot. Ich denke mal, wir verzichten auf irgendwelche Verzierungen, oder? Ja. Ich meine, wir könnten höchstens irgendwie Railings oder was bauen, aber wenn es rausglitschen, glitschen es eh raus. Ja. Ich denke, wenn, dann wird man eher so richtig Mäuerchen drumherum. Den Mamagei auch oder bleibt der da? Ach, der bleibt hier. Das ist unser Schiffspapagei. Das finde ich gut. Und gut, irgendwas wollte ich gerade noch. Achso, ich wollte noch eine Rampe wollte ich noch über. Achso, ja, ich muss mich jetzt da. Wollt schauen, was ein Fabrikator kostet. Ach. Das restliche Metall wollte ich da reinlegen. Wo ist denn unser S-Plus-Dings da? Hammer, Hammer. Sollten wir auch haben. Seite. Die hören auf mich. Wahnsinn. Wer hört auf dich? Ja, niemand. Das ist das Problem. Achso. Schreckt mich doch nicht. Ich hab zu den Dinos gesagt, Ruhe! Und dann fingen sie gerade erst alle an, richtig hier auf Terror zu machen. So. Das war absehbar. Ja, irgendwie schon. Jetzt bin ich nochmal gespannt beim anderen Schiff wegen der Sichtweite. Ja. Ja. Sehr geil. Fahrst du da mit mir schon wieder rum? Was? Würde ich nie machen. Mhm. Wie cool das einfach ist. 20 Zementpaste. Wollen wir nochmal eins gucken? Wenn ich das jetzt auf 6-fach stelle, dass es vielleicht nicht ganz übertrieben ist. Hm? Nice. Oh, Metall ist zu weit weg, okay. Oh, da sind ich die aus dem Wasser gesprungen. Mhm. Koja, ich baue da mal einen Fabrikator und du kannst ihn aufstellen. Ja, kannst du auch, ne? Also. Nein, nachdem ich jetzt gesehen habe, wie ich dieses Barrel da aufgestellt habe, kann ich nicht. Bauen S Plus Fabricator, ne? Hab ich ja. Im S Plus Tisch. Bitteschön, okay. Da ist er. Sinkendes Niveau, ja. Was treibt der Xar schon wieder? Oh, ich bin hier noch am rumhopsen und schauen, ob hier noch irgendwas anderes Brauchbares durch die Gegend hopst. Oh, 6-fach reicht aber auch, ja. Ja, 6-fach reicht. Kannst du wunderbar mit dem großen Schiff. Und bisher habe ich noch zwei kleine Tergezinos gefunden und noch ein paar kleine Raptoren. Okay. Also, wir wären aufbruchbereit, Xar. Wir könnten insofern zum Berg und schauen, dass wir da dann wegkommen. Dann so, Fabricator steht mehr oder weniger. Man könnte noch weiter nach hinten, zurück. Aber ich denke, es passt, oder? 200 Metall? Was, 200 Autsch. Metall? Achso, der Grill. Ja, die kriegen wir doch jetzt schnell. Okay. Wir haben 4 Forges. Warte mal, sind die nicht noch gefüllt? Nein. Nö, in allem hat es noch einen Schnipsel Rohmetall. Nein, den hab ich schon gebraten gerade vorher. Dann müssen wir schnell schauen, dass wir da. Aber das ist echt gut, das sollte man Xar vielleicht mal den Ratschlag geben. Was meinst du, wie gern der dann ab sofort Schiff fährt? Ach nee, der fährt ja Dino-Boot, hat er gesagt. Der muss Dino-Boot fahren. Aber trotzdem, das musst du dir mal anschauen mit dieser Sichtweitenregelung.
Das ist echt gut. Mach ich dann gleich. Oh, und hier sind die ganzen neuen Fässer. Wunderbar. Ja, eines dafür ist momentan zum Jerky herstellen, eines ist für die Rezepte. Geht nur nicht und symmetrisch. Du kannst sie gerne neu aufstellen. Doch, doch, sind symmetrisch. Ich hatte einen Knick in Optik. Weißt du eigentlich, wie weh das tut hier? Mann, wie weh. Mit dem Kopf in der Wand. Dafür kann ich ja nichts, wenn du mit dem Kopf in der Wand hängst. So. Also das Wasserfass funktioniert trotzdem nicht. Ja, wollen wir dann aufbrechen? Ja, ich bin schon fast zurück. Ach so, du bist noch immer unterwegs. Ja, ja oder siehst du unsere Schredderike? Ich sehe sie nicht, also ich sah eindeutig noch weg. Lieber Raptor. Die Raptoria, die muss ich nochmal angucken. Noch ein bisschen wenig Leben, aber. Na gut, Raptor halt, ne? So, erstmal Fotos gemacht. Ja, ich gebe ihr gleich mal auf Leben, ne? Mhm. Hat nämlich Level. Mhm. Was hat sie denn? Level 82 ist sie jetzt. Ja, es ist schon ordentlich. Ja. Wir müssen uns halt damit anfreunden, dass die in dem niedrigen Level, das wir nur haben, nicht jetzt die Bäume ausreißen. Direkt sind nicht wirklich viel. Also man kann dann fast nicht so in die Höhle nehmen, was auch ein bisschen schade ist. Naja, du kannst das ja notfalls mitnehmen, dann reitest halt nicht drauf, aber nimmst das als Begleitung mit. Ja, aber wenn du Springpassagen hast, ist es halt schwierig. Ja, dann ist blöd. Ja. Müssen wir vielleicht, obwohl Terrorbirds tragen ja auch nicht mehr. Nö, nicht wirklich. Eigentlich trägt nichts mehr, auch Wölfe in dem Levelbereich sind keine Lastentierchen. Dann müssen wir halt mit wenig Zeug da rein. Ja, müssen wir halt schauen. Wenn wir die Ach, da kommt ein Xar. Bekommen, dann ist das ja okay. Aber irgendwie flackert mein Himmel so. Ist das bei euch auch? Nö. Wenn ich jetzt nach oben gucke? Nö. Aber du hast den wahrscheinlich auf volle Qualität, oder? Nö, gar nicht mal. Irgendwie bei mir auf halb schaut es ja gar nicht normal aus. Frederike! Oh, na. Grubbel, grubbel, grubbel. Knuddeln! Das ist danach immer so blutig, wenn man mit der geknuddelt hat. Sag, warum springst du ins Wasser? Weil ich im Hohlbogen abspringen musste und Achso. Ja. Koja auf dem Bötchen? Ja, ich komme auf das große Boot, ja. Du sehr darfst fahren. Xar, schau mal das Ruder an. Beim Boot. Ja, schönes und Ruder. Da hast du eine Option, irgendwie mit einer Zahl und 3 PV, 6 PV oder irgend sowas steht da. Ich weiß nicht genau. Stell's mal auf 6 PV oder stell's mal auf 9 erstmal, damit du es mal siehst. Und dann ans Ruder. Boah. Ne? Und wenn du es auf 6 stellst, dann hast du eigentlich eine sehr gute Sicht. Finde ich jetzt, oder? Ist ziemlich cool. Ja, ist super. So, jetzt ist nur die ganz große Frage, da ich gerade gar nichts sehe von lauter Regen und Wolken. Wo liegt jetzt eigentlich das Eisbiom? Einmal außen rum, also Richtung Grün. Ja, auch das sehe ich nicht. Ich sehe nur Wolken und aber dann, ich folge dann, dir unauffällig. Dann folge mir unauffällig, genau. Oder doch lieber auffällig. Ja, das geht mit dem Schiff, glaub ich, besser. Ja. Ich hätte gerne eine Sprintfunktion bei den Schiffen. Oh, die sind auch schön. Hm? Ah, die Flugdinos, die du gezähmt hast in dem Solo. Pelagornis? Genau. Die Riesen da fliegt gerade einer neben unserem Schiff. Ja, die sind eigentlich auch recht cool, das stimmt schon, aber so furchtbar nutzlos. leider. Ja, der ist Level 11, der wäre definitiv nutzlos. Ja, selbst im hohen Level sind sie so furchtbar nutzlos. Finde ich jetzt. Also sie sind gute Fischer, aber wofür brauchst du Fisch noch immer? Es ist so. Ne? Schade. Aber ich würde sagen, dann geht's in der nächsten Folge weiter, oder? Dann geht es in der nächsten Folge weiter. Wir schippern Richtung Berge, in Richtung Eisen, in Richtung. Ist das Eisbiom? Ja, ne? Nee, da kommt jetzt erst der Sumpf, oder? Achso. Da kommt es aus Sumpf, ja. Genau. Wollen wir, aber Ziel ist Eis, oder? Ja, wir fahren noch ein Stückchen. Wir fahren noch ein Stückchen. Dann werden wir im Offscreen ein bisschen weiter schippern und uns dann in der Nähe des Eisbioms wiedersehen. Da werden wir dann versuchen, ein bisschen an Eisen zu kommen, den ein oder anderen Dino zu finden und uns dann für die nächste Höhle zu rüsten. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.